Weiteren Folge von Die Sims 4. In der letzten Folge haben wir keine Ahnung was gemacht. Es war schon viel zu lange her. Du kannst nicht während der Maut. Du kannst nicht machen, während Maut. Maut, sie wird älter? Nein. Wie älter? Geht er schneller? Jetzt. Okay, was bist du jetzt? Oh Gott, du siehst alt aus. Senior. Oh Gott. Wie lange lebst du noch? Nicht, dass der immer noch drauf geht. Oh Gott, nein. Aber heute machen wir erstmal was anderes. Ich möchte gucken, ob es hier Weihnachtsdeko gibt. Das wäre nämlich eigentlich ganz nice, weil wir haben in 2 Tagen Weihnachten. Weihnachtsbaum. Das wäre ja schon alles. Bitte, bitte, bitte. Ja. Boah, sieht der Baum hässlich aus, aber es ist Weihnachten. So, wo kann man den dann jetzt nur ganz gut hinstellen? Besten hier, ne? Ah, ne, dann wird die Kamera versperrt. Ja. mein Zimmer wäre auch blöd. Oh Gott, unser Haus ist viel zu klein dafür. In die Toilette mit denen. Nein. Schön hier rein. Och, das ist blöd. Hier, wir haben hier viel zu viel Platzverbrauch. Also dann stellen wir ihn draußen hin. Oder in den YouTuber-Raum. So. Ja. Abbrechen. Und dann gucken wir uns mal an, wie sieht das denn aus. Weil einmal muss er nochmal. So. Ja, geht doch. Aber trotzdem, was kann man denn noch? Weihnachtszeit. Okay, es gibt noch so einen Schneemann, der sieht ein bisschen kacke aus. Ich glaube, das reicht so. Bevor ich jetzt vergesse, Zeit 8. Das war mein Handy. Und mein Controller. Das fand ich ganz schön gut. So, okay. Möchte gehen heute auch noch mal raus. Da ist unser Haus. Ich dachte, das wäre da unten. So, was können wir in der Folge machen? Wir haben Donnerstag. Selina schläft mit Simon. Das geht ja noch. Er ist schon so am Sterben und er kriegt auch richtig graue bis schon weiße Haare. Simon hat heute viel Scheiße gebaut in Real Life. Das muss ich euch sagen. Romantische Komödie angesehen. Ein plus eins kokett. So, aber erstmal. Ich wollte eigentlich nicht wechseln. So. Mein unausschöpfliches Getränk. Bist du bei Arbeit? Nee. Die sind alle ganz schön erschöpft. Saugetime. Hä? Fühle ich mich gerade etwas schlecht? Nee. Fremde Gefahr. Alter, das klingt so richtig, richtig mies. Fremde Gefahr. Kokett. Warte mal, das heißt, ich könnte jetzt eigentlich die eine Olle da anrufen. Wie hieß sie? Mauzi, ja, das ist die eine Olle, Mauzi. Nee, 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 nee. Was, Zoe? Ich glaube, das war Zoe. Einladen, auf dem Grundstück abzuhängen.
Danach bitte reparieren. Müsste gleich da sein. Okay. So, Celina, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, aber bitte empfangen ihr mal, damit die nicht gleich wieder abhaut. So. Jetzt kann ich ja mit ihr anfangen zu reden, wie immer. Oh, falsche Person. Die Person da. Beziehungstipps geben. Hatte noch nie in Sims eine. Gut lief es in Real Life auch nie. Perfekter. Nach Liebesleben fragen kann ich auch machen. Perfekter Berater. Brillante Erfindung enthüllen. Es gibt ja diese Bombe, ne? Die vernichtet so die ganze Welt. Ich darf jetzt nur nicht an meinem Schreibtisch einschlafen, sonst bumm. So. Ach komm, ich mach die Wände hier weg. So. Machen wir jetzt Gruppengespräche? Wer hat jetzt hier gerade wen angemacht? Ich hinterfrag das jetzt nicht. Oh stimmt, wegen einsamer Wolf bin ich jetzt gerade übelst angepisst. Ja, okay. Über Getränkezubereitung reden. Habe ich überhaupt noch die Bar da hinten? Eigentlich schon, ne? Ja. Pinkoya Slump Flangey. Floopy. Moosty. Gut, Problem. Narskel Canafe. Das geht jetzt gerade in die Unendlichkeit. Was machst du hier? Was für ein Harald. Aber ich glaube, wir können mal wieder ein neues Video hochladen. Ich habe auch gerade so übelst das Problem mit meiner Aufnahmesache, weil da gerade... Oh! Hä? Was? Was? Werde ich gerade entführt? Was ging hier ab? Okay. Nice. Erst was mir passiert, ich bin weg einfach. Nicht, dass ich jetzt kranke Experimente mit dem machen. Oh nein. Simon. Zu einem. Simon, tu mir das nicht an. Simon, tu mir das nicht an. Nein! Du mieser Harald. Du hast es gewagt, älter zu werden. Die werden sterben. Irgendwann. Komme ich immer mal zurück? Ah, okay. Das hat einen Timer. Ich meine, es gibt da auch eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, dass ich sogar... Aber cool, dass erstmal die Anspannung weggeht. Es gibt eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, dass ich sogar schwanger werde als männlicher Sims. Weil irgendwie kranke Experimente mit... Oh, älter geworden. Welches Alter hast du erreicht? Ja, okay. Aber bei ihm müssen wir ja nichts feiern. Da habe ich gerade die falschen Sim da nachgeguckt. Senior, 11 Tagen. Wie sind eigentlich überhaupt die Spieleroptionen? Gameplay. Lebensdauer der Sims sind kurz. Warum das denn? Oh stimmt, wenn ich auf der anderen Welt spiele, sind die ja immer... Stell ich dir immer so ein.
Ja, okay, dann ist es klar. Das heißt aber, sie ist auch fast vor zum Geburtstag. Ach, egal. Aliens, unfassbar. Kann ich irgendwas jetzt aufnehmen? Intellektuelles Video, ja. Also Leute, diese Aliens, ne, die haben ganz komische Dinge mit mir gemacht. Die sagten, entspann dich einfach und dann haben die so ein komisches, die haben mich so betäubt und dann wurde mein Bauch aufgeschnitten und passierten komische Dinge. Die haben meine Organe rausgenommen. Jetzt ist mein Herz irgendwie im Bauch und mein Magen ist irgendwie im Brustkorb. Ich glaube, die wussten nicht die Anatomie von Menschen, also... Irgendwas läuft da falsch. Ich spüre da unten den Puls. Also krank. Entführt von Aliens. Warte mal, geht das denn einfach, dass ich jetzt sogar... Ne, okay. Verspielt. Beschämt. Warum das denn? Peinlich berührt, okay. Was ging denn da ab? Du pennst immer noch. Okay. Leben ist hart. Jetzt ist die Frage, also eigentlich geht es ja, aber vielleicht sollten wir halt einfach vorher heiraten, bevor wir da überhaupt ein Kind da adoptieren. Aber bin ich wieder kokett oder was? Jetzt ehrlich. Videobestand ansehen. So. Übergänge. Effekte. Übergänge, Effekte. Normale Bearbeitung. So. Und sie mixt ein paar Cocktails mal wieder. Ultranium. Utranium. Ah. Uzinold. Komische Dinge. Wirkt viel professioneller. Okay. Oh, soll ich da mitmachen? Nee, komm, gehst allein jetzt. Erstmal noch einen Kuchen zum Frühstück und dann los. Kann ich da irgendwas machen? Kann ich zum Beispiel... Ach, einschalten. Ich würde sagen, einschalten. Mitmachen. Nee, kannst alleine gehen. Dann liegt es an Celina, mal ganz kurz das Licht anzuschalten. Oder habe ich es gerade ausgeschaltet? Ach, es wird automatisch angeschaltet. Ah. Okay. Das macht Sinn. Ach, jetzt ist das Ding kaputt. Kannst du mal eben reparieren. Ich finde dieses, aber immer noch dieses Laser da so richtig nice. Ah, viel zu geil.
So, der pennt immer noch. Boah, ich glaube, die nerven genauso sehr wie in Real Life mit dem Essen. Celina ist älter geworden. Ah ja, jetzt ist sie aber angepisst, weil wir halt nicht den Geburtstag gefeiert haben, aber... Komm mit klar. Dir verbleiben nur noch 23 Tage, Mann. Oder Frau, ja gesagt. So richtiger Frustbande ist hier. Traurig? Ich vermisse meinen flauschigen Freund. Ist Simon weg? Ach, wird vermisst. Nice. Vermisst Freund. Ja, alle halt. Der kommt schon noch zurück. Aber wir brauchen einen neuen Simon. Oh, das ist blöd. Leute. Ich habe ein Schloss gefasst. Welten verwalten. Speichern und Welten verwalten. Ja, hier. Bitte. Ja. Ich habe mich dazu entschlossen, noch was zu machen. Damit wir Simon und Mauzi sichern. Wir holen uns eine weibliche Version von beiden in Fusion. Wir fusionieren die Leute. Und holen uns eine neue. In Real Life wäre es wahrscheinlich so übelst krampf, so zwei vollkommen verschiedene Personen so hart zu fusionieren. Was ist aber eigentlich, wenn ich zwei Personen, also wenn ich vier verschiedene Personen, also zwei immer zu einer Person forme, diese zwei Fusionen nochmal zusammen fusioniere? Habe ich nämlich eigentlich sogar sechs Leute fusioniert? Eigentlich schon, ne? Aber okay. Fragen um Fragen. Infofenster. Kann ich das bearbeiten? Grundstückdetailfenster. Haushaltsleiste. Haushalte verwalten. Die XDs. Bearbeiten. Und dann machen wir eine Fusion. Antrim, California. Genetik-Experimente. Oh, lol, Leute. Nein, ich möchte gerne Katze fusionieren. Oh, wie niedlich. Mauzi und Simon. Das würde dabei rauskommen. Okay, ein paar Stellen, ein paar graue Flecke, aber okay. Ja, okay, dann kommt da so einer raus. Das sieht hässlich aus. Es gibt offenbar nur zwei Varianten. Würde ich sagen, wir machen einen. Ihn, den nennen wir
Vorname. Boah, wie nennen wir den denn? Verdammt. Wie könnte ich den nennen? Sinon? So klingt mehr so eine... Oh Gott. Somin. Wir nennen jetzt Somin. Oh, so richtig unaussprechlicher Name. Und Neues wird einfach eine Katze. Eine Katze, bitte. Nee, ich möchte ihn auch gerne im Kindesalter. Aber bitte weiblich. Ja. Das war's auch schon. So, XD. XD. Okay, vielleicht sollten wir es nicht XD machen, aber nennen wir sie... LOL. Gehörte zur Familie LOL. Oder... Doch, XDs. Sind alle XD, die in unserer Familie sind. Oder? Nee. Stimmt nicht alle. Okay, können machen wir einfach. Coopers. Okay. Mizau. 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 Okay. Na, Mizau? Ja. Oh ja, stimmt. Die Charaktereigenschaften. Viel Fraß. Territorial. Verzogen. Verdorbene Kreaturen. Selbst ausgeschimpften werden, ändern sie sich kaum sein Verhalten. Verspielt. Schelmisch. Alter, nee. Neugierig. Gerissen. Faulisch. Das. Ach, flauschig. Ja, okay, aber faulisch ist es auch. Freigeist. Verspielt. Schelmisch. Schelmisch würde ich gerne ändern. Denn. Viel Fraß. So. Und damit haben wir wieder zwei neue Katzen. Leute, das sind nur unsere ersten Genexperimente, das müsst ihr euch vorstellen. Das wird noch später noch viel schlimmer. Da werde ich alles fusionieren. Ich überlege mir, mache ich wirklich einfach eine Person, die aus allen... Boah, das wäre richtig krank, aber das kann ich mir so vorstellen, dass ich das machen würde. Boah, das wäre schon krass. Ich mach's. So, jetzt haben wir unsere neuen Kleinen, die können wir auch erstmal im Bett geben. Oder haben die überhaupt Katzenbetten hier? Nee, ne? Ach, ist egal. Warum brauchen die Betten? Die brauchen nix. Lass ich ein bisschen vorspulen. Hey, das habe ich gesehen. Mauzi. Oh, guck mal, wie niedlich an.
Richtig klein und süß noch. Immer werden die alt. Ach komm, kannst du gleich wegwerfen. Da noch auffischen. So, hat Selina keine Arbeit? Die muss doch irgendwas haben. Ach, Ärzten, ja, okay, muss sie erst morgen hin. Kann man mir auch hier mal sagen. Ach, die ist wieder da. Um Rat bitten. Okay, komm. Um Rat bitten. Probleme beschweren. Okay, können wir noch ein bisschen kennenlernen reindrücken. Du kriegst gar nichts. Boah, wie viel Geld wir jetzt haben. Alter, wer hat denn so viel Kohle gerade gemacht? Zoe. Okay. Führe mehr Experimente, ich meine Test durch, um bessere Patientendiagnosen zu erzielen. Die fantastische Fähigkeit kann, Fantasiefähigkeit kann dir durch Spielen, Spielzeug, Puppenhaus sowie beschert werden. Wer hat die Tür verschlossen? Lass mich rein, weiß ich. Wünsche Gäste die Schranken, denen du die Tür abschließt. Man kennt's, ne? So einer deiner Freunde soll nicht, also magst du nicht mehr, weil du gerade einen Streit hattest. Der möchte aber gerne mit reingehen. Du verschließt einfach vor ihnen die Tür. Gehen so 5 Leute hinter dir her und dann der letzte so Tür abgeschlossen. Oh Mann. Das wäre hart, Assi. Das kann ich mir gut vorstellen. Ach Mann. Auch Problem, meine Festplatte geht gerade nicht auf meinem PC. Irgendwie wird die nicht angezeigt. Blöd, wenn da sehr viele meiner Let's Plays sind. So gut wie alle meine Let's Plays sind da drauf. Grund, damit mein PC nicht so vollgemüllt ist. 1 Terabyte sind da drauf. An Videos. Werde ich die da irgendwann wegkriegen? Wahrscheinlich nicht. Grundstücksmerkmale. Oh. Ich muss zumindest da hingehen, weil sonst verbrenne ich mich. Ach, danke. Ich möchte doch nicht sterben. Bitten abzuhängen. Reparatur-Tipps geben, kriege ich ein bisschen Ruhm reingedrückt. Das kann ich ja nicht gebrauchen. Tag verschönern. Dramatische Geschichte erzählen. Muss ja auch bei der Freundschaft vorangehen, ne? Ich lebe zwar ewig, aber sie nicht. Ist sie immer noch? Ach, sie ist schon erwachsen, okay. Freundlich. Variante Erfüllung enthüllen. Ach guck mal, das übertont das alles. Klopp-Klopp-Witz. So die schlechtesten Witze, die es gibt, aber okay. Ein Herzenkompliment. Getränkezubereitung regeln. Brauche ich mich flüstern. Baby Ariel. Ja, okay. Oh, ich mach da echt gut.
Plus. Hast du das gehört? Der macht sehr kranke Dinge. Ich weiß zwar nicht was, aber er macht es. Über Logikrätsel reden. Ja, okay. Um DNA-Probe bitten, Alter. Darf ich mir ein bisschen DNA von dir nehmen? Einfach nur so. Ich wollte meinen eigenen Klon. Während die Idee mitteilen. Bitten abzuhängen. Froststrahl. Dich nehme ich mit und stell dich in mein Zimmer. Ich glaube, kranker kann es hier nicht werden. Oh, ja. Ja, war irgendwie klar, dass ich da keinen DNA-Test kriege. Also ehrlich, wie krank muss das denn noch sein? Darf ich mal ein bisschen DNA von dir? Charisma-Fähigkeit. Kann ich jetzt mal... Ich meine, die ist doch Schingel, ne? So. Ups. Nein, nein. Da, jetzt Bein weg. So, bisschen freien flirten. Auch schön, dass der Leo, oder wie hieß er? Ich hab ihn vergessen. Leo, ne? Ja, Leo. Dass der wahrscheinlich komplett allein sterben wird, weil ich ihm nie eine Freundin geben werde. Ach, wir haben jetzt schon ein bisschen Romantik drin. Knuddeln. Was soll ich mal machen? Im nächsten Moment verschwinden wir im Busch. Es geht sogar halt wirklich mit so einer mit so einem DLC oder einer Erweiterung halt. Rosa anbieten. Oh ja, vielleicht soll ich gleich mal ein bisschen duschen, ne? Aber... So, aber ich glaube, ich würde sagen... Das war's mit der Folge. Hoffen, jetzt gefallen. Wenn ja, gib einen Daumen nach oben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao.